Ja, Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Tiny Craft Attack 5 mit Duckfish TV. Hallo. Hallo. Ja, und heute sind wir mal wieder bei der Base, wie angekündigt hier. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal weiter. Und hier entstehen gleich ein paar Betten und so. Ja, und mal schauen. Holz hast du jetzt erstmal genug, ne? Da hatte ich dir 1,5 Sack gegeben. Und ich fange jetzt hier mal den Keller an. So, ich mach den mal 3 Blöcke unter dem anderen Boden, ja? Ja. Okay, gut. Ja, und ansonsten war Lord Ente auch gestern auf dem Server mal wieder, ne? Oh. Ja, ich war auch erstaunt, muss ich sagen. Und er hat irgendwie sein Haus weitergebaut. Zum Glück hatte ich das wieder repariert, was du da kaputt gemacht hast. Ja, gut, ne? Ja, er hat auch gefragt, wo seine Sachen sind. Seine ganzen Erze und so hat er irgendwie verloren. Und ja. So. Naja, mal sehen. Ich weiß nicht, ob er hier aktiv spielen wird. Ich glaube, er wollte sich das nur mal angucken, kurz. Vor allem, er wusste nicht mal mehr die Login-Daten von Aternus. Da musste er mich erst mal fragen, ey. Mein Server muss er fragen. Das ist komisch. Ja, und keine Ahnung, jedenfalls wollen wir dann auch nochmal aufnehmen demnächst. Mal sehen, was das wird. Übrigens, heute kommt ja auch eine Folge mit ihm, die wir schon vor Ewigkeiten mal aufgenommen haben. Na, wenn du heute sagst, heißt ich... Na ja, gut, ja, heute, naja, für dich jetzt halt. Aber heute in den beiden. Ja, meine Zuschauer wissen schon, was gemeint ist, die sind ja Kummer gewohnt. So, okay, ich glaube, das ist hier halt ein bisschen blöd. Ich würde dann hier so einen Gang machen erstmal, der dann so um dieses Teil drumherum geht. Ich denke mal, das wäre das Beste. Ne? Weil hier ist halt der Berg gerade zu Ende. Das Dumme ist, hier können überall 3 Betten platziert werden. Naja, ich meine, dann verteile sie halt ein bisschen auf die ganze Etage halt, ne? Ich kann es auch so hinbekommen, dass 6 hinkommen. Da brauche ich aber noch ein paar Slabs. Na? So, ich habe halt genau 1 Slab. Ich würde sagen, ich verzauber mir mal eine Spitzhacke, weil... Ja, die hier hat nur Glück 3 und keine Effizienz. Und ja. Oh, hier Weißt ist ja noch Steak. Kurz ein paar Slabs aufbringen. Ja. Sind hier noch... Ja, hier sind noch viele. Stimmt. Es sind nur noch ein paar Stacks. Na. So, so hoch kann ich nicht werfen. Oder? Nee. Na egal, so. Danke. Na. So, dann TP ich mich mal kurz, dann geht's mal zu der Spitzhacke. Und ja, nachher streame ich auch noch, da mache ich wieder an meiner Burg weiter, mal sehen, wie weit ich da komme. Ich will auch diese Woche dann noch ein zweites Mal streamen, weil ja Ferien sind, habe ich mir gedacht. Und da würde ich dann auch noch ein bisschen vorankommen, endlich mal, weil die Burg, die ist auch so groß. Ah, ey, wieder nur Glück. Ich wollte mal Haltbarkeit haben. Vielleicht hole ich mir einfach ein paar Level, aber das dauert auch wieder. Achso, und die Hühnerfarm funktioniert übrigens, die ich gebaut habe. Da kommen immer schön viele Stacks rein. Ja. Genau, da ist gerade eins noch gekillt worden. Sehr gut. Weißt du eigentlich, wo Lukas ist? Wieso? Du bist doch mal nicht online. Ach so, na, da ist doch in der Woche immer nicht da. Also, diese Woche wahrscheinlich auch nicht. In der Ferien, bei Ferien ist er immer da. Nicht immer. Also zum Beispiel in den in den Weihnachtsferien, in dieser ersten Januarwoche war er dann auch nicht mehr da. Also... Ja, ich frage ihn dann. Der wird dann am Wochenende wahrscheinlich wieder da sein, schätze ich mal. Ach so, lange. Na. So, erstmal Lapis wieder wegbringen. Wir haben ja auch noch viele Bücher. Vielleicht habe ich ja Glück. Auf Haltbarkeit. Ne, Unendlichkeit. Wer braucht denn sowas? Aber ist Unendlichkeit jetzt eigentlich noch das mit dem Bogen oder haben die es nicht umbenannt zu Unendlich?
Nee, das ist immer noch das mit dem Boden. Für den Bogen. Okay. Naja, ich komme mal wieder zurück, würde ich sagen. So, wo ist es jetzt? Hier, genau. So. Naja, ich gehe mal wieder runter. Und dann wollte ich heute auch noch mit AkroKeks L aufnehmen. Da kommt auch noch dazu. Der hat nämlich übelst Bock auf das Projekt, hat er mir erzählt. Das ist so ein Kumpel von Lukas, ne? Oh. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Der Österreicher? Nee, nee, nicht der Österreicher, sondern AkroKeks L ist noch jemand anders. Wir nehmen sehr viele Spiele auf zur Zeit irgendwie. Es kam jetzt noch Falk dazu, ne? Nein, zum Glück. Na, da wird mal wieder hier ein bisschen Aktivität rein. Oder kommt rein. Und ja, ich war auch gestern ein bisschen hier AFK und da kommen gleich Leute auf den Server. Ist auch ganz lustig. Ja, ich war zweimal drauf. Na? Bis ich dann gebeten wurde, Far Cry zu kommen. Na, und Falk halt auch. Hätte ich doch noch ein bisschen warten sollen. So, ja, dann gucke ich hier mal. Ich würde hier das einfach mal wahrscheinlich in diese Richtung gehen lassen. Oder in die andere. Ich weiß es noch nicht. Ich mache einfach mal jetzt hier rundum so einen Tunnel. So. Ich muss mir eine Axt machen. Okay. Was hast du denn jetzt schon alles so gemacht? Wie jetzt alles schon gemacht? Naja, was ist so dein Fortschritt, sag ich mal? Die Söte. Und halt bei meinem anderen Haus, der Keller. Ach so, da hast du auch noch was gemacht, okay. Ziemlich groß ist das, ne? Ach so, naja gut, den habe ich ja schon gesehen. Ja, die Farm, wenn der noch das. Wird ja noch die U-Bahn eingemacht. No. Na gut, die haben wir jetzt woanders angeschlossen, ne? Ach so. Ja, da hinten. Da hinten, ne? Na, bei dieser einen Höhle da. Ne? Genau. Bei der Erweiterung meines Kanals. Ja, aber mal sehen, ich weiß nicht, ob wir die U-Bahn halt nutzen werden. Irgendwie sieht's nicht danach aus. Wenn man mal Dinge damit führen soll, dann wird die genutzt. Naja, mal sehen, ob sich also, das ergibt. Nur so bei Personen, da wird die nur Lukas nutzen. Na. Ich glaube, Lukas TP't sich auch lieber oder fliegt mit der Elytra halt. Ja, wenn dann doch irgendeiner mal ein bisschen weiter weg baut, dann wird er sich vielleicht, oder Moment, ich werde gerade angerufen. Vielleicht hier Grammatikpolizist bzw. Falk. Da könnt ihr ja auch was machen mit der U-Bahn. Der hat ja so ein Haus gebaut. Und er will jetzt halt so einen Turm bauen, ne? Und, ja. Da macht er nämlich so einen Hexenturm in der Ferne und da wird er auf jeden Fall ein bisschen noch Zeug bauen. Bin mal gespannt. Ich glaube, der ist eh nicht so aktiv. Mal schauen. Und ja. So, mal sehen, wann Duckfish wiederkommt. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen weiter und... Ja, vielleicht cutte ich die Folge auch wieder ein bisschen, das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, ob ich da Zeit habe. Ja, du hast Zeit. Ist immer extrem anstrengend irgendwie für mich, die Folgen zu schneiden. Weil da muss ich mal alles durchgucken und ich bin da mal so übelst langsam. So, das Klicken regt auf, ne? Ja. So. Wann hast du eigentlich das letzte Mal ein Video geschnitten? Lange her. Vor 1,5 Jahren. Na. Muss mal wieder anfangen. Nee.
Du hast doch genug Spiele eigentlich, da kannst du doch mal hier von jedem was machen. Nee. Wieso nicht? Nee, keine Ahnung. Da hat man doch dann irgendwie, also ich weiß nicht, wenn man halt so aufnimmt, da hat man wenigstens dann später noch halt was davon, weißt du? Ja, ich weiß, also ich habe auch noch was davon, Ubisoft Coins. Okay. Das sind Coins, da kann man sich auch was auf Ubisoft kaufen, aber nur so bestimmte Dinge in-game. Hm. Zum Beispiel so eine richtig geile Waffentarnung. Hm. Da hätte ich jetzt richtig viel Bock drauf. Ja, ja, mach das. Hm. So. Ich glaube, ich muss doch noch Glas schmelzen. Okay. Ich komm mal wieder hoch. Ja gut, wir haben keinen Sand mehr. Hm. Dann muss ich kurz los. Lass mal was essen. Ah, hier ist jetzt so eine Treppe. Okay, nice. Kommt also hier noch so eine Art Balkon hin oder so ein Erker oder so? Nee, das Dach wird wieder zugemacht. Und dann kommt da wieder Betten hin. Ach so. Ja gut. Nur mit so einer kleinen Aussicht, damit man wenigstens ein bisschen rumgucken kann. Hm. Na gut, ich fotografiere mal hier die Betten. Ah, so. Funktioniert doch. Und ja, ihr seht, es ist ziemlich früh. Ich mache dann, wie gesagt, noch einen Stream und dann muss ich auch schon wieder los. So. Wo gehst du bloß hin? In die weite Welt. Was machst du in der weiten Welt? Dinge. Viele Dinge. Das trifft's genau. So wie Thaddäus hier, als er sich von SpongeBob verabschiedet, weil er irgendwie noch 1000 Dinge zu tun hat. Genau. Will aber nur chillen. Genau. Hast du schon alles erledigt? So, ah gut, ich würde sagen, das wär's gewesen von der Folge. Ich leuchte ja nochmal ein bisschen aus, das Dach. So, alle paar Blöcke mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also haut rein, schaut bei Duckfish vorbei. Muss man eigentlich nicht. Doch, muss man. Ja, für aktiven Content. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, bis später und tschüss.